und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal wieder ein ganz besonderes Thema. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich etwas schreie. Ich habe heute irgendwie zu laut Musik gehört oder irgendwas. Ich war am Computer, habe was angehört und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich voll den Blob im Ohr habe. Ich bin auch wie immer nicht alleine. Meine Mom ist irgendwo hier und hier direkt neben mir ist ein etwas verärgertes Kaninchen. Ja, gut. Um was geht's? Es geht um etwas, was mir heute wieder eingefallen ist. Und zwar, warte mal ganz kurz. Ja, etwas besser. Manchmal muss man das machen, dann hat man nicht mehr so diesen Druck auf den Ohren. Ja, gut. Ja, jetzt bin ich gerade vor euch gehockt und habe mir den Druck aus den Ohren gemacht. Na, das ist auch nicht unbedingt was, was ich wiederholen werde. Aber gut. Heute geht es um das Thema Triumphe, große und kleine Siege. Mein Vater hatte mir vor vielen Jahren, die Geschichte ist mir heute wieder eingefallen, und das war so. Ich war damals so 15, naja, sagen wir mal zwischen 13 und 16. Und dann war ich an einem Punkt meines Lebens, wo ich wirklich nur noch jeden Tag wegen der Schule geheult habe, weil ich es furchtbar fand. Weil zum einen waren da all diese ganzen Mitschüler, die irgendwas von mir wollten, Zwischenmenschliches. Dann waren da diese Schulaufgaben, wo ich teilweise überhaupt keine Ahnung hatte, was der Lehrer überhaupt von mir wollte, weil die Fragestellung für mich schon keinen Sinn mehr ergeben hat. Oder manchmal war es dann so, dass ich die Lösungen habe ich immer auf den Zettel bekommen. Die waren auch immer meistens richtig. Nur das Problem war, ich habe die Lösungswege nicht aufschreiben können, weil die habe ich eben im Kopf ausgerechnet und ich konnte es nicht aufs Papier bekommen. Und dann haben mich die meisten für doof gehalten und ich habe es einfach furchtbar gefunden. Und irgendwann bin ich dann an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich nur noch jeden Tag nach Hause gekommen bin und das Gefühl hatte, gar nichts mehr ist irgendwie gut und nichts mehr ist zum Feiern und alles ist nur noch furchtbar. Und eines Nachts, wo ich mal wieder heulend rumgehockt bin, hat dann mein Vater etwas zu mir gesagt, was ich mir dann zum Motto meines Lebens genommen habe, während Zeitungsgeraschen und während sonstigen Geräuschen und so weiter. Egal wie, ich mache das immer so. Mein Papa hat zu mir gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass es nichts zum Feiern gibt, dann feier die kleinen Triumphe deines Lebens, egal welche es sind, auch wenn es noch so alberne Sachen sind. Und ja, das mache ich seitdem immer. Also man kann natürlich mal einfach so in die Schweiz fahren mit seinen Eltern und eine Goldmedaille im Skilaufen gewinnen bei den Junioren. Also kann es geht schon. Okay, das war jetzt ein bisschen geprahlt, aber ja, das habe ich auch schon geschafft. Aber das kann man natürlich auch machen und dann kann man das auch feiern. Aber man kann auch solche kleinen Siege für sich gewinnen. Sowas wie, ja, der ganze Tag und alles ist furchtbar. Ich habe keine Energie, ich habe auch keine Kraft, wirklich mit anderen Menschen zu reden. Aber ich bin trotzdem heute aufgestanden und rausgegangen. Und das muss man dann auch schon feiern, auch wenn es nicht sich nach viel anhört für die meisten. Aber es ist ein Riesending eigentlich. Oder sowas wie, ich habe heute zum Beispiel bei meinem Spiel Animal Crossing fast eine Stunde lang, ja, ich weiß, es ist lang, aber ja, so bin ich halt eine Stunde lang an einem virtuellen schwarzen Schwein rumgequatscht, dass es doch bitte in meine Stadt ziehen möge. Und jetzt habe ich es geschafft und ich bin so stolz darauf, als hätte ich gerade im Lotto gewonnen. Es ist einfach das, wenn man nicht nur stolz ist auf die ganz großen Leistungen, die Sprünge, die jeder da draußen als eine Riesenleistung anerkennt, sondern auch auf die kleinen und die mit Stolz jemandem erzählen kann. Auch wenn der andere dann sagt, ja, ist egal. Wenn du das Gefühl hast, dass es ein Triumph ist, dann feier diesen Triumph und im Zweifel zwing den anderen dazu mitzumachen. Das kann ja nicht schaden. Weil weißt du da draußen oder ihr da draußen, wie auch immer, es gibt nicht immer nur die großen Triumphe, die man gerne hätte. Ja klar, jeder würde am liebsten Spitzensportler sein, der Milliarden verdient und der riesengroße Preise gewinnt und immer nur alles bekommen, was er will. Aber so ist Leben halt leider nicht immer. Und wenn es eben nicht so ist, dann muss man eben sich so machen. Das ist der Trick des Lebens, glaube ich. Wenn du kleine Gesundheit, Entschuldigung, mein Haus hat gerade genießt.
Oh, ich sollte dich mal staubsaugen. Ach nee, mache ich eh nicht. Also, reden wir uns nicht ein. Manchmal ist es auch einfach hilfreich, sich die kleinen Triumphe zu was Großem zu machen. Ich zum Beispiel, ich bin heute mega stolz auf mich wegen diesem Schweinchen. Oder ich bin auch stolz auf mich, weil ich, ja, na gut, das ist nicht so, wo man stolz drauf sein sollte, aber ich habe es geschafft, letzte Woche zweimal rauszugehen, obwohl mir ein Termin, der üblicherweise für mich so rausgehen heißt, ausgefallen ist. Also ich war trotzdem draußen. Oder sei es auch nur sowas wie, wenn man zum Beispiel sei es sich vornimmt, man erspart sich irgendetwas. Etwas, das einem voll wichtig ist. Und dann hat man es erreicht. Dann sollte man das auch feiern, indem man einfach mal den Moment genießt und sagt, ja, ich habe es geschafft. Weil man kann nicht immer Großes schaffen, aber das Kleine zu schaffen und es als Großes zu befinden, das ist die wahre Kunstfertigkeit in meinen Augen. Meine Mom kann das auch recht gut. Die ist da wirklich gut drin. Aber ich glaube, nee, mein Dad, der hat mir den Tipp gegeben, aber so wirklich umsetzen tut das selten, komischerweise. Aber es ist meistens so bei Eltern. Die geben einem die besten Tipps und die soll man dann selbst umsetzen, aber meistens halten sie sich selbst nicht immer dran. Dann sitzt man da und denkt sich so, blöd gelaufen. Ja, aber seitdem feiere ich jeden kleinen Triumph meines Lebens. Zurzeit haben wir ja auch eine schlechte Witzekuh. Und irgendwann, wenn ich die dann voll bekommen habe mit schlechten Witzen von mir, oh Gott, das sollte ich echt auch nicht sagen, aber so ist es eben. Ich will die mal zum größten Teil, will ich damit mit meiner Mom zusammen zum Essen rausgehen. Ach, draußen, in die Welt da draußen. Und das ist für mich etwas, was für viele sich nach einem total tollen Abend anhört. Aber für mich ist das voll der Horror. Aber ich habe mir vorgenommen, das zu machen. Und deswegen werde ich das dann auch tun. Auch wenn da im Hintergrund gerade Geräusche sind, die voll ablenken. Aber in dem Fall, ich habe mir auch vorgenommen, jetzt die nächste Zeit nicht ständig zu versuchen, aktiv zu sein, auch wenn es schwierig ist. Naja, das klingt jetzt blöd, weil es ist nicht schwierig, unaktiv zu sein, aber mein Ding ist, ich komme gerade zur Zeit, habe ich so null Energie. Ich habe wirklich kaum Kraft. Ich schaffe es kaum, mit meiner Mom zu reden oder sowas. Ich liege eigentlich gerade wirklich nur noch in der Ecke und sehe aus wie ein zerlaufenes Eis. Und ich bin auch meistens total pillepalle, was ihr wahrscheinlich auch gerade merkt schon. Und deswegen möchte ich für mich als Tagesziel zumindest erreichen, dass ich weiterhin zweimal die Woche rausgehe oder dass ich einfach für mich so etwas aktives. Okay, das war jetzt gruselig. Ein aktives Leben für. Entschuldigt. Wartet mal. Entschuldigt, das ist so verführerisch. Ich habe gerade meinen Hasen ein bisschen geärgert. Ja, auf jeden Fall. Ja, eigentlich war das alles, was ich euch erzählen wollte. Nämlich feiert eure kleinen Triumphe, damit die kleinen Triumphe zu großen Triumphen werden und ihr nicht immer nur das Gefühl habt, ihr erreicht gar nichts. Weil manchmal hat man so Zeiten, wo man das Gefühl hat, ich erreiche gar nichts, ich bewege mich nur auf der Stelle. Und dann kann es manchmal einfach helfen, wenn man die kleinen Dinge, die einem passieren, feiert oder auch einfach nur mal wahrnimmt. Und die kleinen Ziele, die man sich so steckt am Tag, sowas wie einfach mal aufstehen und sich was ganz Doofes nur vornehmen. Sowas wie, ich nehme mir heute vor, 3 Löffel abzuwaschen. Das kann manchmal auch schon viel Arbeit sein, aber und dann es einfach zu machen und dann stolz zu sein, dass man es gemacht hat und nicht nur sich vorgenommen hat, sondern auch durchgezogen hat. Ja. Das ist so mein Tipp zu diesem Thema. Ich selbst muss zugeben, dass es mir zurzeit sehr schwer fällt. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Oder was sind eure großen kleinen Triumphe, die ihr die letzte Zeit gefeiert habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter schreiben oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis bald. Ciao.